Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Selenskyj dämpft Erwartungen an ukrainische Offensive. Man müsse für jeden Kilometer dankbar sein, den die eigenen Truppen vorwärts kämen, sagte der Präsident in seiner täglichen Videoansprache. Bei der Anfang Juni begonnenen Offensive konnten ukrainische Soldaten bislang weniger von Russland besetzte Gebiete zurückerobern als erhofft. Kassenärzte warnen vor Scheitern der Krankenhausreform. Verbandschef Gassen forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung substanzielle Nachbesserungen, etwa um mehr ambulante Behandlungen zu ermöglichen. In Deutschland würden weiterhin zu viele stationäre Eingriffe durchgeführt. Dadurch werde Geld verschleudert, so Gassen. Abschluss Nationalfeiertag in Frankreich. Mit einem großen Feuerwerk am Eiffelturm sind in Paris die Feierlichkeiten zu Ende gegangen. Die Nacht verlief den Berichten zufolge friedlich. Tausende Polizisten waren im Einsatz. Sie sollten verhindern, dass die gewaltsamen Proteste der vergangenen Wochen wieder aufflammen. Tote nach schweren Unwettern in Südkorea. Bei Erdrutschen und Überschwemmungen sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Weitere werden noch vermisst. Tausende mussten ihre Häuser verlassen. In der nördlichen Provinz Chungcheong droht ein Staudamm überzulaufen. Entspannung ist nicht in Sicht. Es sind weitere Niederschläge vorausgesagt. Gold für Freiwasserschwimmerin Beck. Bei der Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka siegte die 26-Jährige über 10 Kilometer und holte damit die erste Medaille bei dieser WM für den Deutschen Schwimmverband. Das Wetter. Heute im Süden und Osten oft sonnig, in der Nordwesthälfte in schwüler Luft wechselhaft mit Schauern und Gewittern, die sich bis zum Abend in die Mitte ausbreiten. Gefahr lokaler Unwetter. Höchsttemperaturen 37 bis 23 Grad.